Jetzt aber herzlich willkommen zum heutigen Lunch and Learn, ChatGPT sinnvoll einsetzen. Wir starten, ich gebe kurz ein paar Grundlagen. Ihr seht ja, wir sind heute zu zweit hier. Ich habe tatkräftige Unterstützung dabei. Jemand, der sich noch besser mit ChatGPT auskennt als ich, der Saba, der wird uns dann nach einer ganz kurzen Einführung meinerseits was zu erzählen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, mit ChatGPT zu arbeiten, was er dabei für Erfahrungen gemacht hat. Weil es ist eigentlich relativ ungewöhnlich, weil Saba macht bei uns Führungskräfteentwicklung, Trainings, kommt eigentlich aus dem Kontext Organisationsentwicklung, Agilität, aber ChatGPT hat ihn irgendwie gepackt. Wenn wir das dann gut durchbekommen haben, also es geht uns wirklich heute darum, mal ganz, ganz, ganz konkrete, praktische Erfahrungswerte zu teilen, also nicht zu Top-Level und zu abstrakt, sondern im Idealfall gehst du heute hier raus und weißt ein paar Dinge über ChatGPT, die du vorher noch nicht wusstest, die du ab morgen sinnvoll einsetzen kannst. Aber wenn wir dazu kommen, sage ich auch gerne noch mal ein paar Takte dazu, wie kann ich eigentlich eigene Anwendung für ChatGPT entwickeln? Und zum Abschluss Fragen und Antworten. Und solltest du zwischendurch schon eine Frage haben, nutz gerne den Chat hier. Wir machen es wie immer, wir gehen einmal durch. Ich sammle die Fragen, moderiere die dann auch so ein bisschen ein, gebe die an Saba, damit sich Saba gleich voll auf seinen Teil konzentrieren kann. Bevor wir einsteigen, erstmal, was ist überhaupt eine KI? Eine KI ist ja nichts weiter als schlussendlich ein System. Also es gibt verschiedene Bausteine, die jede KI, egal über welche wir reden, auszeichnet. Das heißt, einmal brauche ich immer Daten, mit denen eine KI überhaupt irgendwas anstellen und machen kann. Ich brauche immer irgendwelche Konzepte und Regeln und was ich überhaupt mit diesen Daten machen will. Viele KIs basieren dann natürlich auch noch auf Feedback, Interaktionen der Anwender. Das hast du ja auch bei ChatGPT sehr stark. Das werden wir nachher sehen, was eigentlich dort das Feedback ausmacht. Und du hast natürlich immer auch einen gewissen Softwareanteil. Also ja, all diese Bausteine überhaupt zusammenzufügen, dafür brauchst du nachher Softwarecode. Was ich ja immer total beeindruckend finde, ne, ist, dass über alles, was wir reden und egal wie beeindruckend ChatGPT oder auch unsere Home-Assistenten oder alles, was uns heute begegnet, einfach damit du es mal gehört hast, das sind immer noch sogenannte schwache KIs. Alles, was wir unter einer starken KI verstehen, das kennen wir bisher nur aus dem Kino oder aus dem Fernsehen. Da wird uns das vorgemacht mit irgendwelchen hier mal als Beispiel. Ich habe vergessen, wie die zwei heißen. Aber das eine ist der R2-D2, ne? Und das andere der, you name it. Ich glaube, es ist Star Wars. Also irgendwelche fancy Dinge, bei denen ganz verrückte Dinge auch passieren. Wichtig für uns, wenn du die Begrifflichkeit mal gehört hast, alles, was wir heute haben, sind eigentlich nur schwache KI. ChatGPT ist eine besondere Form einer datenbasierten KI, beziehungsweise noch spezieller einer, ich sag, damit du diesen Begriff schon mal gehört hast, einer generativen KI. Was heißt das eigentlich? Naja, generative deutet ja schon mal darauf hin, da wird irgendwas generiert, nämlich auf den Daten, die dort hinterlegt sind. ChatGPT hat ja jetzt gerade bis ein paar Wochen her gesagt, okay, unsere Trainingsdaten sind jetzt wirklich aktuell. Davor war, glaube ich, Trainingsdaten so bis 2021 plus minus. September was ist 21. Besonders? Bitte? September 21, genau. September 21, genau. Was ist besonders an der generativen KI? Es werden neue Inhalte generiert. Das heißt, du schmeißt da was rein und kriegst was völlig Neues zurück. Wenn wir über ChatGPT reden, auch da, es braucht immer Daten. Eben schon gesagt, ne, Trainingsdaten, die sind jetzt wirklich auf dem aktuellen Stand. Das heißt, da ist ChatGPT einmal durchs ganze Internet gelaufen und hat sich alles Mögliche und alle Bibliotheken dieser Welt und hat sich alles gezogen. Zusätzlich kannst du auch eigene Daten dort mit einbringen, sei es durch Copy-Paste oder im Rahmen von weiterführenden Anwendungen auch per Schnittstelle kannst du eigene Daten integrieren. Und ganz wichtig, den Begriff werden wir heute noch ein bisschen öfter hören, ja, sogenannte Prompts sind eigentlich nichts weiter, das hört sich immer fancy an, ja, Prompt Engineering sind am Ende nur die Interaktionen bzw. Anweisungen, die du der KI gibst. Und der Saba wird uns heute zeigen, wie kritisch oder auch wie wichtig es ist, mit guten Prompts zu arbeiten, weil sonst gilt wie immer in der Softwareentwicklung Garbage in, Garbage out. Schlechte Prompts führen zu schlechten Ergebnissen und dann benutzt du besser doch deinen Kopf. Mal ganz kurz, ja, Vor- und Nachteil, da kann man natürlich lange drüber reden. Ich glaube, ChatGPT, riesen Zeitersparnis. Ich beobachte, dass in meiner Tätigkeit für manche Aufgaben Zeitersparnis locker 50%. Du kannst aber auch damit eine ganz andere Qualität erreichen. Wenn du die richtigen Fragen stellst, kannst du einfach sagen, ChatGPT, sag mir mal da was zu, was ich hier selber fabriziert habe. Ich nutze es teilweise auch, wenn ich gerade beim Blogschreiben vielleicht mal irgendwie einen Hänger habe und sage, hey, jetzt brauche ich mal irgendjemand, der mir ein bisschen Input gibt.
6 Uhr morgens, noch keiner wach, den ich anrufen kann, Saber geht nicht ans Telefon, was mache ich, frage ich ChatGPT, lass mich da nochmal ein bisschen berieseln und nutze es, ja, das löst dann auch schon mal die ein oder andere Blockade. Aus Unternehmenssicht, glaube ich, mit der größte Vorteil, es ist so brutal einfach. Ja, ich muss mich einloggen, ich habe ein Chat-Interface, kennen wir alle seit Jahrzehnten fast schon mit WhatsApp und Co. und fangen an zu tipseln. Ich glaube, dass dadurch Unternehmen auch digitale Kompetenz entwickeln und sich selber mal ein bisschen dafür sensibilisieren, was kann ich eigentlich überhaupt alles mit diesen KIs machen. Ich glaube, einen einfacheren Einstieg als Unternehmen, sich auch mit solchen Technologien zu beschäftigen, kann es einfach nicht geben. Woran man natürlich immer ein bisschen denken darf, ist, ja, was ist eigentlich mit dem Datenschutz und auch nach wie vor ungeklärt sind Urheberrechtsfragen. Wenn du, bevor das nachher untergehst, selber mal ChatGPT bei dir im Unternehmen ein bisschen näher beleuchten wolltest, Herr Saber und ich, wir kommen auch gerne vorbei, ob jetzt mal für so einen Impuls wie heute, Workshops oder auch am Ende eigene Entwicklung. Und bevor ich jetzt an den Saber übergebe, damit der auch das Teilen dann direkt übernehmen kann, ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet und mal gucken, wie weit mich heute meine Zoom-Kenntnisse, einfach zwei Fragen, du müsstest die jetzt sehen. Ja, hast du denn Erfahrung mit ChatGPT? Das ist die erste Frage. Und zweitens, hast du denn auch einen eigenen Account? Und wenn ja, was für einen? Ne? Nutzt du die Free-Variante, Premium-Variante? Seid ihr vielleicht sogar schon in der glücklichen Situation, dass ChatGPT euch für einen Enterprise-Account freigeschaltet hat? Guck mal, wir sind ja doch einige hundert Teilnehmer, wie die jetzt durchrasseln. Ja, ungefähr, also können wir sagen, ja, ich beende die jetzt mal, einfach damit ihr das mal gesehen habt. 84% haben Erfahrung mit ChatGPT, die meisten zwei Drittel knapp nutzen einen Free-Account. So, aber jetzt würde ich an dich übergeben, schön, dass du hier bist, heute deine Erfahrung mit uns teilst. Du hast ja vorhin nochmal gefragt, wie lange habe ich? Ich habe jetzt 3 Minuten überzogen, sorry, die muss ich dir abziehen. Wir bleiben also eine gute halbe Stunde, um mal ein bisschen zu erzählen, was du auf deinem Weg mit ChatGPT für Erfahrungen gesammelt hast, beziehungsweise was wir von dir lernen können. Und wie gesagt, alle Fragen, die du an Saber hast, einfach in den Chat stellen, die beantworten wir gerne zum Schluss. Saber, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, lieber Andreas. Danke für die, ja, schon die Einordnung. Hast tatsächlich auch schon eine ganze Menge. Ich überlege gerade, also was mir übrig geblieben ist. Aber Gott sei Dank, da ist noch ein bisschen was. Ich teile mal und gucke mal, ob wir das nämlich erstmal gleich funktioniert. Das wäre nämlich gut. Jetzt müsstet ihr ja den Bildschirm sehen. Nick mal, Andreas, passt? Passt, perfekt. So, ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht und tatsächlich bis heute Morgen noch dran gearbeitet, weil es jetzt ja auch wieder zwischenzeitlich wieder was getan ist. Alles so extrem, extrem schnell. Und dachte, wir starten erst einmal mit ein bisschen Einordnung, was ist eigentlich was. Ein bisschen Basics, weil das unglaublich wichtig ist, um dann in die Interaktion zu gehen. Und deswegen schauen wir in den Maschinenraum und gucken erstmal, was passiert da eigentlich im Vorfeld. Andreas hat ja schon was erzählt, das mache ich ganz schnell. Wir werden heute einen extremen Ritt haben. Deswegen halte ich schon mal fest, viele, viele Beispiele mitgebracht und dann gucken wir mal. Zuerst würde ich ganz gern starten mit Begrifflichkeiten. Das heißt, wir haben der Andreas sprach schon drüber, wir reden hier von LLM, das heißt Large Language Model. Dann werden wir heute mit GPT-4 spielen. 3.5 ist ja auch das kostenlose. Und dann haben wir ChatGPT als Interface. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn man über GPT spricht, ist im Prinzip immer das Modell dahinter. Und GPT ist im Prinzip das, mit was wir dann tatsächlich sprechen können. Und jetzt, wenn wir uns die Motorhaube mal schauen, fragt man sich, wie kommt das eigentlich alles zusammen? Ich habe eine Analogie mitgebracht. Analogien übrigens funktionieren sehr, sehr gut mit GPT. Und jetzt stellt euch mal vor, GPT ist im Prinzip ein Puzzle. So ein Puzzle, was 1,76 Milliarden an Puzzleteilen aus Büchern, Studien, you name it, alles, was im Prinzip mit Texten zu tun hat, in sich hat. Und damit auch trainiert worden, noch bis September 21. Jetzt sind sie aktueller. Und jetzt fragt man sich natürlich auch mit den Daten, wie kann das Ding dann eigentlich jetzt Dinge verarbeiten und auch tatsächlich lernen? Und jetzt stellt euch einfach ein Kind vor. Ich habe ja auch zwei Kids, ein Kind vor, was puzzelt. So, und
hat unterschiedliche Anleitungen und Trainingsdaten in dem Fall bekommen vorher und muss jetzt ein gesamtes neues Puzzle zusammenstellen. Und während dieses Puzzeln bekommt es im Prinzip dann Unterstützung von Papa und Mama, die richtigen Puzzleteile zu platzieren. Das ist, nennt man dann überwachtes Feintuning, wo eine KI im Prinzip immer wieder korrigiert wird. Im nächsten Step baut so eine KI entsprechende Wortpuzzle dann zusammen und wird dann, aktuell passiert das sehr, sehr stark natürlich, Millionen von Nutzern, die dann ein Feedback geben. Und das wird man in der Tat auch tun, wenn wir in Interaktion gehen, das werden wir später nochmal sehen, werden wir viel an Feedback auch geben, immer wieder Rückfragen stellen und dadurch lernt so eine KI entsprechend dann auch immer weiter und besser zu werden. Jetzt lernt diese KI entsprechende Muster. Ja, und wie funktioniert es eigentlich, dass sie dieses Wissen jetzt abruft? Jetzt stellt euch mal einfach einen geschickten Papageien vor, der im Prinzip das Gelernte wiedergibt. Ja, und quasi diesem Wortpuzzle, das heißt eine Frage, ein Prompt, den wir geben, und gibt dann im Prinzip einfach ein Wortpuzzle zurück. Warum Wortpuzzle? Warum diese Analogie? Was wichtig dabei ist, dass die KI nicht weiß, überhaupt nicht versteht, auch was wir dort eigentlich, in welchem Kontext wir unterwegs sind. Das heißt, es zieht immer wieder die Information aus den Trainingsdaten, das ist im Prinzip ein Echo der Information. Warum bringe ich das auch an? Wie Andreas auch schon sagte, es ist unglaublich wichtig, dass die Interaktion von uns kommt. Das heißt, wir sitzen vor dem Bildschirm, wir haben die Devices in der Hand und da ist die Initiative ganz klar. Wir geben vor, die KI unterstützt. Ja. Und um das konkreter mal darzustellen, habe ich mal so einen kleinen Prozess aufgebaut. Das heißt also, wir identifizieren ein Problem oder eine Fragestellung, formulieren entsprechend eine Anfrage, so ein Prompt, und geben also GPT die notwendigen Informationen. Das Sprachmodell verarbeitet diesen Prompt, liefert dann ein Ergebnis, was wir tun, nicht einfach so hinnehmen sollten. Das prüfen wir entsprechend dann auch. Und gehen dann nochmal ins Feedback. Das werde ich später nochmal zeigen an einigen Beispielen. Also in die Interaktion mit dem Sprachmodell. Und darauf bauen wir, auf diesem bauen wir unser Ergebnis auf und können dann liefern. Es muss ziemlich klar sein, in welcher Rolle wir hier sind. Ja, also wir sind der Treiber, wir sind die Entscheidungsträger und die KI ist dort eben die helfende Hand oder die effiziente Hand, die uns unterstützt. Hier nochmal vielleicht. Ist aber ganz kurz, weil da Ja. war eine Frage, wer übernimmt das Feintuning von Julia? Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, das Feintuning übernimmt dann eigentlich der Anwender. Ich kriege Inhalte zurück und Feintuning, hast du vorhin dieses Wort benutzt, Feintuning ist dann immer wieder basierend durch meine Interaktion. Richtig? Kann man das so sagen? Na, tatsächlich ist das Feintuning passiert tatsächlich einen Schritt vor. Das heißt, wir reden jetzt, sehen wir es in dem Fall OpenAI. Das Feintuning passiert tatsächlich während des Trainierens. Wir sind jetzt in der Phase des Feedbacks. Also wir sind tatsächlich der Feedbackgeber. Und das Feintuning passiert im Prinzip eigentlich bei OpenAI. Das heißt, werden neue Daten dort eingeliefert. Das wird ja auch entsprechend immer wieder erweitert. Wir warten jetzt schon auf GPT-5. Passiert das Feintuning im Prinzip im Hintergrund, im Maschinenraum, um dabei zu bleiben. Und wir sind eigentlich diejenigen, die Feedback geben. Kommen wir jetzt eigentlich zu den einzelnen Rollen. Wir haben auf der anderen Seite die Stärke der KI sind Muster erkennen, Daten verarbeiten und datenbasierte Entscheidungen treffen. Und Automatisierung. Das erstmal ist die eine Seite. Und jetzt haben wir die menschliche Stärke, die wir haben oder haben sollten, ist dann eher die Kreativität, die Entscheidungen, die dort getroffen werden und Beziehungen, also soziale Beziehungen. So, das heißt, diese Synergien, also die Aufgabe, effektiv zu delegieren und entsprechend die Ergebnisse dann auch zu nutzen, aber auch zu überprüfen, das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinweisen möchte. Gehen wir jetzt mal in eine Anwendung, damit das ein bisschen klarer wird. So, wenn ihr euch einloggt, seht ihr entsprechend dieses. Könnt ihr im Prinzip simpel machen, entweder mit Gmail oder wie auch immer, also mit auch einer E-Mail. Für Plus-Account-User habt ihr die Möglichkeit zwischen GPT 3.5 als auch 4. Bei 4 habt ihr die Möglichkeit, ins Internet zu browsen. Das heißt also, da haben wir jetzt eine Verlinkung ins Internet direkt, um aktuelle Informationen zu bekommen.
Wir können Daten analysieren, das werde ich alles nochmal machen, auch mit euch heute. Plugin-Auswahl ist riesengroß. Und seit Anfang dieser Woche, deswegen habe ich noch ein bisschen rangeschraubt und ein paar Beispiele mitgebracht, haben wir auch einen Zugang zu DALL-E 3, ein Text-zu-Bild-Generator. Einige von euch haben bestimmt von Midjourney schon gehört und das ist so ein bisschen ein Spiel. Kommen wir jetzt zu der ersten Anwendung. Content is King, glaube ich, kennen wir. Prompting is King ist jetzt quasi das neue geflügelte Wort. Und wo ihr das macht, ist im Prinzip in diesem Eingabefeld, was ihr finden werdet, recht zentral. Und lass uns mal gleich mal ein Beispiel nehmen. Also ein einfaches Beispiel. Kennen wir alle. Wir haben einen Text. Ich habe in dem Fall einen Blogartikel geschrieben. Den würde ich ganz gerne überprüfen lassen. Und zwar nach Leserfreundlichkeit, Grammatik. Und das ist dann der Prompt. Das heißt, ich habe oben den Prompt. Dann kopiere ich auch komplett meinen Artikel dort rein. Und das sieht dann in Wirklichkeit so aus. Ihr habt oben den Prompt stehen. Ich definiere ganz klar, was ich will. Und er soll mir bitte mal auch, er oder sie, manchmal nicht sie, manchmal nämlich ein er, dann entsprechend auflisten, welche Änderungen er gemacht hat oder vorschlägt. So, dann geht das weiter, dass wir das Ergebnis bekommen. Das sieht dann so aus. Er hat das Korrektur gelesen, sagt mir dann, Überschrift ist fein, Einleitung ist fein, in der Vorbereitung würde er etwas verändern, in dem Fall anstatt Erwartungen, Ziele. Und unten im Ablauf des Meetings, Clear the Air Meeting, hatte er einige Änderungen und Vorschläge gemacht. Es sind am Ende des Tages auch immer Vorschläge. Das ist ganz wichtig, denn auch da heißt es immer wieder zu schauen. Er bietet mir dann auch noch mal eine Zusammenfassung seiner Änderungen, weiterführende Fragen dazu. Also könnte es vielleicht noch Erfahrung reinbringen. Hast du vielleicht virtuelle Tools, die man nutzen kann? Gib mir noch Ressourcenhinweise und frag mich dann, ob das denn fein ist. Also er erhofft Korrekturen, Anmerkungen sind hilfreich für dich. Fein soweit. Jetzt würde ich ganz gerne natürlich diese Änderungen auch nicht irgendwie selbst umsetzen. Und bitte dann, GPT, mir bitte diesen Artikel nochmal jetzt mit den Änderungen runterzuschreiben. Was dann auch wunderbar passiert. Das ein Beispiel. Ich habe noch ein paar andere Beispiele dazu. Was wunderbar geht, beraten. Das heißt, wie kann ich etwas in diesem Fall eine Feedback-Kultur im Team fördern, kriege ich wunderbare Erkenntnisse oder adaptiere. Das heißt, nimm ein paar Stichworte und schreib mal einen LinkedIn-Post in meinem Schreibstil. Erkläre mir etwas, in dem Fall zum Beispiel Agile, oder generiere etwas Neues. Ich habe also eine Idee für, ich suche eine Idee für ein Team-Event. Magst du mir vielleicht da was kredenzen? Kritisieren kann das Ding auch wunderbar. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar gehe ich jetzt mal über von einem einfachen Prompt zu einem sehr strukturierten. Und das läuft so, dass ihr dann bestenfalls ihm eine Persona gibt, also GPT in eine Persona bringt. Was ich jetzt gerade tue, ist, ich bitte GPT als Trainer und Agile Coach zu fungieren, also quasi als Wingman für mich. Und weil ich jetzt an einem Workshop arbeite und da brauche ich tatsächlich dieses Wissen. Das wird dann entsprechend auch bestätigt und dann steige ich ein und setze jetzt im nächsten Prompt den Kontext rein. Das heißt, es geht jetzt darum, einen Kontext zu haben, benenne also den Kontext, dann spezifiziere ich durch eine Aktion, das heißt also, was genau soll passieren. Als nächstes geht es dann über, in welchem Format möchte ich das haben? Und ich kann auch als optional auch ein Beispiel nennen, was ich hier auch tue. Ich habe also in demselben Chatfenster, also was ganz wichtig ist, auch schon einen anderen Workshop geplant und er möge doch bitte das genauso tun. Das Ergebnis sieht dann so aus. Ich bekomme dann wunderbar erstmal die Zielsetzung und die Materialien, die ich benötige, dann entsprechend auch minutiös den gesamten Ablauf des Tages und kriege auch noch mal Vorschläge für Optimierungen und hat ersetzt auch noch mal weiterführende Fragen mit ein, die ich dann auch berücksichtigen könnte. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was auch sehr gut funktioniert, ist GPT als Lernpartner zu nutzen. Und das habe ich mal ausprobiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand von euch EKS kennt, Engpass konzentrierte Strategie. Da gibt es ein wunderbares Buch auch zu. Das habe ich ihn gebeten, er möge doch als Experte auftreten und mich als Agile Lead und Organisationsberater
entsprechend beraten und mir Hilfestellung geben, wie ich EKS in meinem Job integriere. Und das möchte ich gerne in Sparings machen. Das heißt, ich möchte 30 Minuten Zeit, nehme ich mir. Jedes Mal, wenn ich Sparing reinschreibe in den Chatfenster, startet er mit einer Lektion mit mir und macht ein Sparring. Er soll bitte dann auch kapitelweise vorgehen, Reflexionsfragen nutzen und bitte locker und flockig und mich jedes Mal fragen, wie die Lektion war. So sieht das dann aus. Der begrüßt mich dann entsprechend auch als Experte und ich bin auch bereit für die ersten 30 Minuten. Und er startet dann mit Kapitel 1 und nennt mir erstmal die Grundlagen und bringt mir das ein bisschen auf den Punkt und auch schon die erste Reflexionsfrage. Dann nennt er mir Beispiele, es gibt noch Übungen dazu und natürlich am Ende das Feedback. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir haben das alles gemacht. Ich möchte aber ganz gerne wissen, einfach mal kurz, kannst du mir eine Analogie oder ein Beispiel mal nennen? Ich selbst kenne das, deswegen wollte ich mal einfach schauen, wie macht er das? Und so übernimmt er das. Das heißt, es wird kurz erklärt, was das ist. Er gibt mir nochmal ein Beispiel im Business-Kontext. Und eine entsprechende Analogie, hier in dem Fall die Baustelle als Engpass. Und jetzt, da ich in demselben Chatfenster ganz viele viele Themen auch unterbringe, die ich tatsächlich im tagtäglichen Tun noch habe, weiß er auch, dass ich bestimmte Themen möglicherweise auch in einigen Projekten einsetzen kann. Ihr werdet das gleich nochmal feststellen. Das heißt, er wird auch nochmal Rückfrage zu speziellen Projekten. So, dann gibt es. Sind wir fertig mit einem Sparring? Jetzt komme ich quasi am nächsten Tag und sage Sparring. Und er startet mit einer Kurzsummary der letzten Lektion und geht dann über in die nächste Runde. So, wir überspringen das mal einfach mal. Ich habe auch mal ein anderes Lernbeispiel dabei. Kennt Andreas auch, hat nämlich auch zwei Kids und da braucht man vielleicht auch mal Nachhilfe. Das ist bei dir natürlich nicht der Fall, lieber Andreas. Aber mein Sohn Die schon, aber ich habe das alles noch drauf. Mein Sohn hat Latein sich ausgewählt und in Latein kenne ich nun gar nicht aus. Da habe ich gedacht, ja, wie bringe ich denn der Latein bei? Also habe ich gedacht, Mensch, das können wir mal ausprobieren. Also bitte ich doch ChatGPT, als Lateinlehrer und Mentor zu fungieren für einen 12-jährigen Siebenklässler. Ich biete ihm dann auch ganz klar und sage ihm an, okay, er nutzt das Pontes-Gesamtband und auch das Arbeitsheft. Und er tut sich sehr schwer mit der Totensprache. Und bitte ihn doch durch Lernmethoden, Lückentexten, Vokabeltraining etc. ihn zu unterstützen. Wichtig auch hierbei, sehr klar zu sein, wir leben im Föderalismus. Das heißt, in NRW wird das anders gemacht, möglicherweise als in Bayern. Und gehe dann auch bitte schrittweise vor. Ich gebe ihm also auch vor, was er denn alles denn machen soll. Dann auch hier bitte locker. Und fragt den Schüler nach jeder Lektion nach dem Feedback. Das ist das Ergebnis. Er steigt also im Prinzip auch gleich ein. Ihr seht auch sofort sehr viele Emojis und er begleitet jetzt mit dem Start den Schüler durch Rom. Ich fliege das mal durch, weil es auch sehr viel ist. Das heißt, es wird eine Sightseeing-Tour durch Rom gemacht, durch die Tempel, Märkte und Bäder. Und er startet dann jetzt auch mit der Seite 34 und da geht es um den Markt. Und führt jetzt im Prinzip durch. Und währenddessen wird mein Sohn eben abgefragt, bestimmten Vokabeln, bis hin zu, ob er denn soweit klarkommt. Das heißt, es gibt nochmal Feedback am Ende und daran arbeitet er dann auch. Hat im Übrigen Vokabeltest gehabt am Montag, der war nicht so schlecht. Also es scheint irgendwie zu funktionieren. Wie sieht das so eine Struktur aus? Also, ich habe mal so eine 6-Punkte-Checkliste mal aufgestellt. Wir haben einerseits wieder die Rolle, das heißt die Definition der Persona. Dann haben wir den Kontext, also in dem Fall jetzt den Rahmen zu setzen, sich tatsächlich auch im Schulstoff zu orientieren, dann entsprechend diverse Lernmethoden zu nutzen. Dann haben wir schrittweise Anweisungen, das heißt, es geht bitte Schritt für Schritt vor. Das auch als Vorschlag wirklich grundsätzlich, das immer mit einzusetzen im Prompt, geht bitte Schritt für Schritt vor. Und dann haben wir nochmal die Tonalität, als auch den Schüler zu fragen, in dem Fall, wie die Lektion denn war. Springen wir zu den Plugins.
Wie Handys entsprechende Apps haben, haben wir hier Plugins. Die könnt ihr und solltet ihr, müsst ihr tatsächlich in den Settings erst einmal freischalten. Dann habt ihr die Möglichkeit oben, setzt ihr auf Plugins das Häkchen und landet dann im Plugin Store. Hier in der Suche, Andreas. Das war eben die Frage, ob du nochmal kurz erklären kannst, wie sich 3.5 und 4 unterscheiden. Und das würde ja da vielleicht auch mal ganz gut reinpassen. Ja, es ist tatsächlich also die Dichte der Trainingsdaten. Also wir haben hier einfach 1,75 Milliarden Trainingsdaten. 3,5 hat da wesentlich weniger und ist dadurch einfach auch in der Tiefe. Also tatsächlich, ich nutze 3,5 auch, also für schnelle Dinge, wenn es darum geht. Sagen wir, Brainstorming funktioniert sehr gut mit 3,5, also reicht. Sobald es komplexer wird, wird das schwieriger. Und auch da habe ich immer den Vergleich gezogen. Da ist der einfach nicht mehr so genau. Und das zum einen. Das andere ist, durch all diese ganzen Funktionen habt ihr bei 3.5 auch nicht. Und die werdet ihr brauchen. Also gerade in der Arbeit. Ich arbeite mit ChatGPT mehrere Stunden jeden Tag und hilft mir ungemein. Das sind jetzt gleich Beispiele. Gehen wir mal gleich mal über. Mal ein Beispiel aus den Plugins, zwei mitgebracht. Ich bin visueller Lerner, das heißt, ich schaue auch sehr viel YouTube und ich kenne das sicherlich auch. Es gibt manchmal Videos, die sind einfach viel zu lang. Und die kann ich mir hier mit einem wunderbaren Plugin zusammenfassen lassen. Das ist der FoxScript. Der Prompt sieht wie folgt aus: Bitte erfasse und fasse die Kernaussagen eines YouTube-Videos mit dem Titel. In Brackets gesetzt, setzt er im Prinzip den Titel dann auch gleich im Ergebnis ein. Zusammen identifiziere der Hauptthemen, bemerkenswerte Zitate, bedeutende Beispiele und relevante Standpunkte des YouTubers. Betone auch auffällige Momente. Ich will schon wissen, na, wie gibt es da Wendepunkte, Emotionen, damit ich auch nichts verpasse. So, jetzt habe ich mal da setzt du den Link einfach ein und Enter. Dann fängt er an zu arbeiten. Das geht ziemlich schnell. Und hier mal ein Beispiel, vielleicht kennt ihr auch Thiago Forte, Building a Second Brain hat er geschrieben. Und da gibt es eine Paramethode, also es geht um Produktivität. Und das ist das Hauptthema. Das wird mir ganz kurz entsprechend zusammengefasst. Dann bemerkenswerte Zitate werden genannt. Dann haben wir nochmal bedeutende Beispiele, die er aufführt, relevante Standpunkte, auffällige Momente und auch die Emotionen. Und dann. Da hatte ich darauf hingewiesen. Ich begleite tatsächlich gerade ein kommunales Projekt hier in Düsseldorf. Das weiß GPT, weil ich das in der Customer Instructions, die habe ich gar nicht erst eingeführt, das wäre jetzt so kompliziert geworden, aber das könnt ihr auch machen, dass ihr im Prinzip GPT genau sagt, wer seid ihr eigentlich und wie soll GPT im Prinzip auch antworten. Und unter anderem weiß es eben auch, dass ich da einige andere Impulsvorträge auch mit KI auch mache und inwieweit kann das auch nützlich sein. Ihr seht also, ihr findet auch immer wieder auch den Swing back. So, dann gibt es entsprechende Anregungen und fertig damit. Gehen wir zum nächsten Plugin. Was ich auch spannend Aber finde, lass, ist. weil diese Frage kam, um das nochmal klar zu sagen: Plugins ist eine Premium-Funktionalität, die ist nur in ChatGPT zugänglich. Wenn du den Free-Account nutzt, nutzt du per Definition 3.5. Das heißt, alles, worüber wir heute reden, brauchst du immer einen Premium-Account zu, der 20 Euro im Monat kostet oder eben in der Enterprise-Variante. Ja, korrekt. Ganz genau. So, und jetzt kommen wir zum nächsten, was ich immer cool finde. Das ist so ein PDF-Reader. Da gibt es unterschiedliche PDF-Reader, aber der hat ganz gut funktioniert. Habt ihr, kennt ihr vielleicht auch, dass ihr, wie jetzt in diesem Fall, ich wollte ganz gerne einfach mal wissen, was eigentlich KI, welche Auswirkungen KI auf die Arbeitswelt hat. Und da gibt es habe ich gefunden, eine Studie, 28 Seiten, Fraunhofer-Institut. Und da habe ich dann einfach entsprechend das Plugin benutzt und gebeten, wesentliche Erkenntnisse, Beobachtungen oder Schlussfolgerungen, die aus der wissenschaftlichen Arbeit gezogen wurden. Bitte liefere gründliche und gut strukturierte Analysen. Dann könnt ihr den Link dort einfach einsetzen und dann arbeitet die Maschinerie im Hintergrund und fasst entsprechend dann zusammen. Aber die Hauptpunkte, die Analyse folgt dann auch. Spannend fand ich hier übrigens den dritten Punkt, Auswirkungen auf menschliche Arbeit. Und das nehme ich auch sofort auf. Setzt das ist jetzt im Prinzip jetzt genau der Feedback. Ich gehe jetzt tiefer rein. Kannst du mir zu drittens, das müsst ihr auch nicht mehr benennen, ich habe das tatsächlich nur für heute mal einfach in Brackets gesetzt, und mehr Informationen, Erkenntnissen aus der Studie und dann entsprechend auch bitte
nur maximal in 3 Bullets, sonst wird es ellenlang. Lang. Und das macht er dann auch sehr schnell. Hat sogar auch nur 2 Bullets genommen und auch hier nochmal Verwaltung und Dienstleistungsbranche, Produktionsbereich und Prinzip der verschiedensten Branchen aufgeführt. Spannend, auch hier fand ich den dritten Punkt wieder, wissensbasierte und interaktive Tätigkeiten. Da wollte ich ein bisschen mehr wissen. Daher die Frage auch hier, mögliche strategische Ansätze für mich. Ich würde ganz gerne wissen, vielleicht gibt es da für mich einen Sweet Spot. Und da seht ihr dann im Prinzip dann die Ergebnisse. Also auch das wäre ein Use Case, was man wunderbar auch nutzen kann. Und um ein Plugin in die Umsetzung bekommen. Gehen wir zum nächsten. Advanced Data Analysis. Das war eine große Bitte von Andreas, das mal zu zeigen. Deswegen bringe ich das auch mit. Und wenn ihr da switcht, habt ihr die Möglichkeit, auf einmal auch Dateien rein einzufügen. Ich habe für dieses Beispiel habe ich dann einfach mal mich hier in dieser Datenbank, ist sind verschiedenste Studien zu finden und habe dort mal die E-Ladesäulen. Das fand ich ja ganz spannend. Ich war so ein Plug-in, wollte mal wissen, Mensch, wie sieht das in Deutschland eigentlich aus? Es sind insgesamt 40.000 Dateneinträge. Auf die habe ich jetzt noch keine Lust, die in irgendeiner Form selbst durchzugehen. Also nehme ich mir im Prinzip genau diesen Datensatz und nutze dann diese App mit folgenden Prompts. Ich wollte ganz gerne wissen, kannst du mir ein Städteranking, also Top 10, erstellen auf Basis der Anzahl der Ladesäulen? Dort unterschiedlich einmal ein Säulendiagramm für Normal-Ladeeinrichtungen und ein Kuchendiagramm für Schnelleinrichtungen. Jetzt passiert Folgendes, der checkt im Prinzip dann diese Datei und bemerkt, da ist ein Fehler. Also ich kann die gar nicht lesen. Und bietet mir jetzt an, manuell, Prinzip, das seht ihr ganz unten, nächste Schritte, die er vorschlägt. Und was soll ich jetzt tun? Da ich tatsächlich jetzt wenig Lust habe, irgendwie manuell was zu machen, bitte ich ihn selbst zu prüfen. Selbst prüfen und passable Lösungen zu suchen. Das tut er dann auch. Und steigt im Prinzip ein, findet den Fehler, da muss ein Semikolon-Fehler drin gewesen sein, das führt er auf und fängt an, dann weiter entsprechend Lösungen zu finden. Das heißt, das Skript geht im Prinzip immer weiter, bis ihr dann am Ende dann tatsächlich Ranking der normalen Einrichtung, ich bin ja sehr froh, Düsseldorf ist an Platz 8, Köln ist nichts zu sehen, lieber Andreas. Aber ich musste leider feststellen, bei der nächsten Auswertung sieht es anders aus, denn bei den Schnellladeeinrichtungen ist Köln und in den Top 10 und Düsseldorf nicht. Und visuell baut er das tatsächlich dann so auf. Wir haben einmal entsprechend die beiden Diagramme und Kuchendiagramm da entsprechend auch. Und er fügt darunter nochmal ein und erklärt mir, wie das denn zu lesen ist. Kommen wir jetzt zum Bonus und zwar zu DALL-E 3. Was man ja seit dieser Woche ja kann. Das heißt, einfach per Text eingeben und ein Bild generieren. Meine Tochter feiert heute tatsächlich ihren 7. Geburtstag nach. Und das heißt, ich werde danach sofort losstürzen, sie abholen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, die mag nämlich Ladybug und Einhörner. Vielleicht können wir das kombinieren und kannst du da mal ein Bild generieren. Das war das Ergebnis. Du bekommst also im Prinzip immer 4 Bilder. Das kennt man vielleicht aus Midjourney auch. Und dann könnt ihr im Prinzip euch einige, könnt euch ein Bild rauspicken und das im Prinzip weiterarbeiten. Na gut, ich habe jetzt nicht viel Zeit gehabt. Die 7 passt auf jeden Fall. Ich fand ganz lustig, tatsächlich der Maikäfer auf dem Einhorn ist der Hammer. Und ich habe mich dann für dieses süße Mäuschen dann entschieden. Und das kann aber tatsächlich ein bisschen mehr. Jetzt wollte ich mal was für Papa machen und habe gesagt, Mensch, machen wir ein schönes, ausdrucksvolles Gemälde von Michael Jordan beim Danken, dargestellt als Explosion einer Gaswolke. Und das sind 16 zu 9. Das war das Ergebnis. Und das hier fand ich am coolsten. Und das könnte ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen weiter ausarbeiten, aber ich denke, das passt so. So, das war ein Riesendurchlauf. Ich gucke mal auf den Timer. Ich habe 3 Minuten noch, bis die 30 Minuten voll sind. Und das ist genau der Punkt. So schnell wie die Präsentation gerade war, das Webinar, ist es tatsächlich auch. Das heißt, das ist so rasend schnell. Ich habe da ein Zitat, ein passendes Zitat dazu gefunden. Und zwar von dem Herrn Lenin. Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und es ist tatsächlich so. Es ist unglaublich, was da draußen passiert. Und
Ich habe aber ein zweites Zitat gefunden, was ich genauso gut fand. Also ich konnte mich entscheiden. Das ist nämlich von Andrew Ng. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. AI is the new electricity. It will transform and improve all areas of human life. Da hat er so recht. Dem Mann sollte man übrigens folgen. Das ist der Gründer von Deep Learning. Und jetzt, lieber Andreas, bin ich fertig. Und jetzt geht es eigentlich eher darum, welche Fragen sind unbeantwortet geblieben? Du Da bist kannst du schon. gerne ja schon mal in den Chat gucken. Ich wollte, weil die Fragen auch öfter aufkommen, ja, damit du die Fragen auch schon mal in Ruhe lesen kannst, Okay. nochmal kurz ein, zwei Sachen teilen und auch abschließend dazu sagen. Also in der freien Version läuft ChatGPT in 3.5. Da hast du nicht die ganzen Funktionalitäten wie Plugins, Advanced Data Analytics and Analysis. Da kam auch eben die Frage, Moment mal, ich sehe das nicht. Es wurde umbenannt, das hieß früher Code Interpreter. Ja, es kann sein, ich weiß auch nicht, wie ChatGPT da mit dem Rollout vorgeht. Dass man es gar nicht sieht, glaube ich nicht. Aber was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht in der einen oder anderen Version immer noch Code Interpreter heißt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das stimmt. Genau, dann in der Plus-Version hast du Plugins und diesen Toggle, den der Saber eben mehrfach gezeigt hat. Also wenn du dich einloggst in ChatGPT, siehst du ganz oben den Switch zwischen ChatGPT 3.5, der kostenfreien, ChatGPT 4. Und wenn du darüber gehst, hast du dann diese ganzen unterschiedlichen Optionen, wie zum Beispiel Plugins. Und wenn du da draufklickst, kommst du auch direkt in den Plugin Store. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, das erschlägt einen schnell. Deswegen, ich würde nicht versuchen zu verstehen, was es da alles gibt, sondern erstmal ganz konkret, was ist denn eigentlich mein Anwendungsfall? Welches Problem versuche ich dann eigentlich gerade zu lösen? Und dann mir das gegebenenfalls passende Plugin dafür raussuchen. Das ist aber alles nur in der Plus-Variante verfügbar. Also Plugins, Advanced Data Analysis, der DALE, das Suchen mit Bing in echten Live-Daten. So, und jetzt, ich weiß nicht, ob das vielleicht. Aber ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, aber solltest du, es gibt ja durchaus auch einige Unternehmen, die haben mittlerweile ihre eigene ChatGPT-Version entwickelt. Du kannst ja auch auf all diese ganzen Modelle und Daten kannst ja auch per API zugreifen. Und alle Beispiele, die ihr hier aufgeführt habt, die sind auch im Blogbeitrag nochmal mit Links gelistet. Ja, was Unternehmen damit machen, das ist halt, also die Möglichkeiten, wir sind ja eben mal kurz nur auf Datenanalyse eingegangen. Das ist wirklich brutal. Du gibst ChatGPT einfach Daten, schmeißt die rein und gibst halt Prompts rein, was möchte ich eigentlich machen? Also was möchte ich wissen? Visualisiere mir die, fasse mir die zusammen, mach damit irgendwas. Ja, und das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis. Du kannst damit natürlich Wissensmanagement organisieren. Das ist in vielen Unternehmen, gerade ja, in Industrien, wo es auf Brain Capital ankommt, brutal. Also alle Versuche, die ich bisher gesehen habe, Wissen strukturiert abzulegen, funktionieren ohnehin nicht. Mit so einem Konzept wie ChatGPT könntest du die eigentlich alle in so einen riesen Topf schmeißen und über so ein Chat-Interface zugänglich machen. Du könntest, soweit geht, Kunden zu supporten oder auch erstmal deinen internen IT-Helpdesk oder sogar neue Mitarbeiter onzuboarden. Ich glaube, der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Brauche aber immer ein bisschen Konzeption am Anfang. Also was versuche ich denn eigentlich gerade hier für ein Anwendungsproblem zu lösen? Ich erlebe oft bei der Diskussion im Kontext Digitalstrategie, müssen wir jetzt was mit KI machen? Ja, was denn? Also, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Welches konkrete Problem will ich denn eigentlich gerade versuchen zu lösen? Und es gibt viele Anwendungsfälle, da ist KI eine extrem gute Antwort drauf. Und es gibt einfach Anwendungsfälle, wo man sagt, da ist so ein bisschen, das ist das falsche Konzept, die falsche Technologie für so ein Anwendungsproblem. Dann brauche ich Leute, die was von der fachlichen Seite verstehen und KI bzw. Software verstehen. Die sollten mal einen schnellen, einfachen Prototyp machen, dann mit Usern, Anwendern im Kleinkreis testen und dann irgendwie auch mal an den Punkt kommen, zu sagen, jetzt rollen wir das aus. Genau, hier nochmal der Hinweis: Sollte das nicht gereicht haben, weil es gibt ja doch durchaus auch mal, es kam, aber wir gehen jetzt ja noch auf Fragen ein. Es ist natürlich immer wieder die Frage, na, was versucht ihr denn genau für ein Problem zu lösen? Und das hilft immer und wir machen das auch. Dass ihr sagt, ne, das sind so ein bisschen unsere Anwendungsfälle. Und dann gehen wir da mal in den Workshop rein und bereiten das natürlich entsprechend vor, damit solche Fragen wie, welchen Plugin sollten wir das machen? Wie können wir das denn machen? Und wie strukturieren wir überhaupt die Prompts, damit das auch alles ein bisschen zusammenfindet?
Ja, machen wir dann nicht also eine Blindschulung, sondern wirklich ganz konkret, das sind die Anwendungsfälle und so könnt ihr damit arbeiten. So, Sabe, jetzt hast du hoffentlich die Fragen gelesen. Ich würde die einfach kurz vorlesen, wenn du magst. Genau, es sind Dann tatsächlich können wir. viele, viele, viele Fragen. Ich habe mir mal Klar. ein, zwei rausgepickt. Ja. Wir haben einerseits, wo ist es denn? Ist das da? So, es ging einmal, glaube ich, um das Vergessen. Vergessen und wie kann ich das hinbekommen, dass ich nicht jedes Mal von vorne anfange? Also, erstmal der erste Tipp: bleibt in einem Chat. Das heißt also, wenn ihr jetzt, wie gezeigt, eine Persona definiert habt, diese Persona sollte ganz oben stehen und dann nutzt ihr für diese eine Persona, gehen wir zurück zum Thema Workshop und nutzt bitte immer nur diesen einen Chat. Dann achtet drauf, ich wollte das gar nicht so kompliziert machen. Achtet auf die Anzahl der Worte. Denn in der Tat ist das so. Sobald eine bestimmte Anzahl von Worten, wir reden da von Token, erreicht sind, fängt ChatGPT an zu vergessen, was ihr quasi am Anfang besprochen habt. Da gibt es aber ein Plugin für. Das heißt, wenn ihr ein Plugin mit einer Chrome benutzt, nimmt ihr ein Chrome-Plugin, setzt das ein, da werden die Tokens gezählt. Da wisst ihr ganz genau, in dem Fall sind es 8.192 Tokens bei 4. Und dann, sobald die Tokenanzahl erreicht wird, heißt das, ich fange an zu vergessen, was du ganz am Anfang besprochen hast. Also nicht alles, sondern aber was ganz am Anfang ist, was möglicherweise relevant ist. Kannst du noch mal kurz erklären, was ein Token ist? Ist es ein Wort? Ist es ein Buchstabe? Ist es ein Zeichen? Tatsächlich gibt es dort keine klare Regel. Also ein Token kann genauso ein Punkt sein, kann ein gesamtes Wort sein, kann wirklich das ist in der Tat ein Problem. Was heißt ein Problem? Man kann eben nicht sagen, so und so viele Worte sind so und so viele Token. Und deswegen ist so ein Plugin sehr wichtig, um das im Blick zu behalten. Dann gab es eine Frage, die Myrto fragte das, ob Bing das genauso kann. Also ich kann nur feststellen, nein, nicht genauso und nicht genauso gut. Es ist keine Alternative zumindest. Und mich macht das total bussig, dieses Ganze, was dann immer einfliegt. Und es ist nicht stabil. Deswegen würde ich das nicht als Alternative sehen. Dann war eine Frage, die ich gesehen habe, kann ich einen Account nehmen oder können sich dann 7 Leute da drauf stürzen? Ja, das Problem wird nur sein, dass ich kenne das aus einem anderen Beispiel, anderen Unternehmen, die das auch so machen, es wird am Ende nicht genutzt. Weil zum Teil natürlich da Fragen auch reinkommen, die möglicherweise nicht jeder lesen sollte. Dann auch die Herangehensweise und ihr zerstört damit im Prinzip ja auch das, was da reingespielt wird, würde ich nicht empfehlen. Ich würde in der Familie würde es funktionieren, glaube ich, aber ich glaube auch selbst da funktioniert es nicht. Andreas, hast du noch Aber was? Ähnlichkeiten sind ein reiner Zufall. Ich kenne eine lustige Geschichte. Da wurde das gemacht, sehr intensiv genutzt, aber auch für private Zwecke genutzt. Tja, da kann das schon mal hinten Ja, und losgehen. dann stehen halt schon mal Chats da drin, wo du dir dann als Kollege fragst, Moment mal. Ja. Also wenn es dann um Dating-relevante Inhalte geht, ich weiß es nicht, ob das jeder Kollege wissen muss. Also wenn er das macht, das funktioniert technisch, funktioniert das, gar kein Problem. Einen Account machen, alle können sich einloggen. Also es ist auch kein Session Handling. Könnt auch gleichzeitig daran arbeiten. Bitte nur dran denken. Deine Kollegen sehen deine Chats. Also beschränke es vielleicht einfach auf eine berufliche Anfrage. Aber ich gucke nochmal Sonst geht ganz das auch. kurz, was haben wir dann noch? Nachteile, welche Nachteile hat DALL-E zu Midjourney? Also meine Erfahrung ist, als Midjourney, wir werden aber sehen, wie weit das weiter so ist, Midjourney einfach noch, immer noch extrem besser ist, also auch im Ergebnis. Aber das wird sich zeigen. Ich glaube, das wird sich bald ändern. Dann, auch da kommt es mal auf den Prompt an. Was ist mit Bildern mit geistigem Eigentum? Ist das dann Ihr Bild? Die Maria Luise hat das gefragt und dann nochmal, was ist mit Datenschutz? Sind die Anfragen einsehbar für Dritte? Knows? Also ich würde mal Folgendes machen. Also es gab auch mal die Frage, wie nutzt ihr das denn, um den Datenschutz also ich nutze zum Beispiel auch ChatGPT, um E-Mails zu beantworten. Und liegt aber auch daran, ich habe da quasi mein Schreibstil ist hinterlegt in einem Chat. Das heißt, also auch das wird übernommen mit der Zeit, lernt das GPT das auch. Und wenn ich das dann einpflege, dann habe ich dann meistens Herr G schreibt und Frau F, um im Prinzip Namen da rauszulassen. Also sobald, ich würde keine Strategien dort einpflegen, ich würde bestimmte Dinge, glaube ich, nicht einsetzen. Aber im Grunde, ja, also ich habe letztens, muss ich jetzt die Anekdote muss ich loswerden. Ich hatte letztens eine Online-Konferenz teilgenommen, da war jemand vom Silicon Valley zugeschaltet
Und der sagte nur locker aus der Hose, sagte der, also es ist im Datenschutz, wenn jemand irgendwie glaubt, die Daten sind alle geschützt und sieht keiner, dann glaubt das so. Aber so, und tatsächlich, wenn ich überlege, was wir alles in Insta, was die Leute in Facebook unterbringen und dann über Datenschutz sich zu beschweren, finde ich ein bisschen schwierig. Aber es ist meine Meinung. Hey. Ich würde dem ergänzen und zufügen und sagen, wenn du, also wirklich geschäftsrelevant, geschäftskritische Daten, da würde ich mir immer gut mit überlegen, ob ich die da reinpacke oder nicht. Weil es gibt da einfach keine Garantie für, ne? Es ist so ein bisschen wie wenn ich so ausdrucke und wegschmeiße. Und vielleicht findet die jemand im Mülleimer und sucht sie sich raus. Ja, Silvia, Peter hatte gefragt, ob diese Rollen, ich denke, du meinst dann die Personas, ob die in beiden Modellen funktionieren. Also, die beiden tatsächlich, ja, also absolut. Tatsächlich ist das Ergebnis immer so ein Thema. Und guckt euch die Customer Instruction an, die ist übrigens für beide Modelle sinnvoll, dass ihr die nutzt. Die findet ihr dann unter den drei Pünktchen. Und da tragt ihr im Prinzip ein, eigentlich, wer seid ihr? Was relevant ist dann eben auch, also zum Beispiel euren Job und auch wie strukturiert soll GPT antworten. Das ist unglaublich hilfreich. Soll ich noch mal ein paar Fragen, Andreas? Ja, gerne. Wir haben Aber hier in Zeit. den offiziellen Q&A Unterschied zwischen ChatGPT und Bard. Also Bard, das Modell von Google. Ja. Also ich habe auch da beide Ausprobiert. Es gibt übrigens noch Plexibility, es gibt noch viele andere. Dann Meta hat ja auch, und dann noch, die kommen. Bart ist immer noch, finde ich, recht schwach auf der Brust. Also habe ich genutzt, habe es immer parallel auch genutzt. Bart hat einen großen Vorteil, ist direkt, das war in der Zwischenzeit, war das Browsing bei GPT nicht möglich, aufgrund Datenschutzgründen. Dann habe ich Bart genutzt, das geht gut, aber hat viele Schwächen noch. Also aktuell würde ich noch nicht switchen, deswegen kein Vergleich zu GPT. Ich gehe nochmal weiter hoch. Danke übrigens für die Hinweise, wie unsere zwei Roboter hießen. Das sind der R2D2 und der C3PO. Ja, nur mal der Genau. Vollständigkeit halber. Margit hat ganz am Anfang gefragt, Gestaltung von PowerPoint-Folien. Das ist mein Verständnis, ChatGPT kann dir kein PowerPoint zurückliefern, kann dir aber sehr wohl die Inhalte dazu zurückliefern. Also wenn du sagst, ne, den Prompt reingibst und sagst, ChatGPT, meine Aufgabe ist die Erstellung einer Präsentation, also bitte unterteile das so. Oder ja, wirklich Folie für Folie so ein bisschen durchgehen. Genau, geht da iterativ durch, sonst gibt es noch Tome, Tome geschrieben. Das ist so eine KI, die das kann. Noch nicht ideal, noch nicht super. Funktioniert gut, bildet dir, also ob Bilder, also alles passt ganz gut. Aber in der Tat, genau wie Andreas gesagt hat, da iterativ vorgehen, das funktioniert sehr gut. Ja, und dann Babette fragt, ob die Bilder, die du verwendet hast, KI generiert sind. Ja, alle. Sehr gut, aber das war auch. Anzeichen sind alle runtergegangen. Mitschnitt, genau. Ihr kriegt alle, die sich angemeldet haben, nochmal eine einmalige E-Mail. Da gibt es einfach dann auch nochmal den Link zur Aufzeichnung. Und vielleicht irgendwelche auch den Link zu diesem Chrome-Plugin. Mal gucken, was haben wir noch? Genau, dann hattest du in deiner Präsentation, das war zwischendurch die Frage, diese in Rot gepackten Inhalte, das waren teilweise deine Prompts, teilweise aber auch so ein bisschen ja, der Kontext, also was sollte in dem Prompt stehen? Also es war ja nicht immer eindeutig der genaue Prompt, sondern war eher so ein bisschen die Idee, hey, es gibt da einen Prompt und da sollte das Folgende drinne stehen. Korrekt. Ganz genau. Es Ja. war eine Frage, die ich gesehen habe, ob man irgendwie Prompts irgendwo findet. Zahlreich. Also wirklich, gibt es auf jeden Fall. Ich kann euch aber nur empfehlen, also zum einen spielt damit, ja, und ihr werdet einen Weg finden. Es ist im Prinzip eine iterative Herangehensweise. Ja, und geht da rein mit einer einfachen Frage, dann werdet ihr feststellen, Shit in, Shit out. Dann werdet ihr es anpassen und irgendwann werdet ihr die Learnings haben, wo ihr dann im Prinzip ziemlich genau. Andreas? Ich muss auch sagen, das Suchen nach Prompts habe ich immer das Gefühl, das ist aufwendiger, als es einfach zu machen. Ich meine, das ist ja sehr niederschwellig, ne? Ich gebe was rein, kriege was zurück, passt das zu dem, was ich haben will. Ich hatte gestern mal ein Beispiel, da ist ChatGPT wirklich an seine Grenzen gestoßen. Anscheinend ist er rot-grün blind. Ich weiß nicht, wie oft ich es probiert habe, dass ich sage, ich will in dieser Grafik diesen Teil rot und diesen grün haben. Hat er nicht hingekriegt. Aber ansonsten würde ich auch sagen, einfach ausprobieren, rein und selber die Erfahrung machen.
Ja. Der Oliver, guter Hinweis, Oliver, das ist richtig. Copilot ist on the way. Dann haben wir das Thema Präsentation tatsächlich. Wird sich vieles verändern, denn das Ding kann das allerdings richtig gut, was ich da schon gesehen habe, ja. Genau, Erfahrung mit der Enterprise-Variante. Ich weiß nicht, bewerbe mich gefühlt jeden Tag, aber ich glaube, wir zählen nicht als Enterprise. Ich probiere es aber weiter. Irgendwann wird es klappen. Ja, irgendwann sind sie so genervt, dass sie sagen, hey, dem müssen wir doch mal irgendwie antworten. Leider keine Erfahrung. Hast du welche? Nee, tatsächlich habe ich eher umgekehrt eher die Erfahrung, dass keiner das will aktuell, tun sich da eher schwer mit. Nee, daher auch keine direkten Nein. Ja, Frank hat nochmal gefragt im Plugin Store. Also ich glaube, das haben wir jetzt erklärt. Oben, ne, links ChatGPT 3, 5, 4. Und wenn du das aufklappst, hast du dann die Plugins. Und wenn du da draufklickst, siehst du dann die ganzen Plugins zur Auswahl. Genau, achtet auf eine Sache, Hinweis. In den Settings könnt ihr auf Deutsch switchen. Das ist im Prinzip die Alpha-Variante. Wenn ihr das macht, sind also die Erklärungen alle auf Deutsch. Aber wenn ihr Plugins dann quasi installiert, funktioniert das nicht gut. Und manchmal wird es abgelehnt. Das liegt daran, dass wir im deutschen Umfeld unterwegs sind. Deswegen wieder auf den also englischen. Oder auf die englische Sprache übergehen. Und noch vielleicht eine Ergänzung dazu, natürlich im Gros sind das englische Texte, die dort im Motorraum sind. Heißt, wenn ihr natürlich englische Prompts setzt, ist das sogar noch effektiver. Muss nicht immer sein. Was ich ganz oft mache, ist tatsächlich, dass ich englische Prompts reinnehme, sie dann vielleicht noch übersetze und dann passt das auch. Also das vielleicht nur als Hinweis noch. Genau, dann fragt die Marie nochmal Bildern mit geistigem Eigentum. Ich meine, ist meiner Verständnis nach, ist es ungeklärt. Genau. Also, keine Ahnung, wer hat die Bilder jetzt gemacht? Na, OpenAI, ich glaube nicht, dass sie irgendwann zu euch kommen und sagen, jetzt wollen wir aber Urheberrechtsabgaben oder was auch immer. Aber da muss man sich einfach im Klaren drüber sein. Das ist ein von der KI generiertes Bild. Urheber, I don't know. Ja, der steckt im digitalen Nirvana. Und gleiches betrifft den Datenschutz, also nochmal einsehbar für Dritte. Nein, es ist auch laut ChatGPT, verwendet ChatGPT OpenAI deine Daten nicht zu Trainingszwecken, wenn du es ausgeschaltet hast. Aber nicht zu Trainingszwecken. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau damit meinen und was sie nicht meinen, weil die Frage ist für mich damit nicht so richtig eindeutig beantwortet. Sie sind aber sofern du deinen Account nicht teilst mit Kollegen. Ja, auch erstmal nicht für andere einsehbar. Ja, das Was stimmt. ChatGPT dahinter im Hintergrund damit macht. Ja, hier gab es noch eine Frage, die Bilder, kann man Prompts, die man regelmäßig verwendet, abspeichern? Daher bleibt in einem Chat. Also wenn du im Prinzip, ich würde es mal unterscheiden zu einem Main Prompt, das heißt, ich habe oben die Persona als auch den Kontext definiert. Das ist der Main Prompt, das ist ein Chat. Definier den auch, das könnt ihr ändern. Ich habe daraus Assistenten gemacht. Der eine heißt Assistent Agile, der eine Assistent Block, der andere heißt Assistent. So habe ich unterschiedliche Assistenten. So verstehe ich auch die KI, so sollte die auch verstehen. Und damit ist sie dann gespeichert. So ist der dann im Prinzip gesetzt. Sonst habe ich tatsächlich auch eine Galerie von Prompts, die ich ganz oft nutze, wo ich dann, da setze ich immer wieder mal ein und die gucke ich dann einfach rein, um es dann noch schneller zu machen. Das geht auch klar. Sidonia fragt, ändert die Art und Weise, wie ich mit ChatGPT frage? Ich übersetze es jetzt mal ein bisschen was daran, was mir antwortet. Also ich habe alles probiert, beleidigen, lieb sein. Es hat sich an der Qualität nichts geändert. Hast du andere Erfahrungen? Ja, also ich mag ja zum Beispiel nicht gesiezt werden. Ich sieze ja gerne auch nicht mehr. Ich fühle mich dann immer so alt, wenn mich jemand sieht. Und auch so sehr förmlich zu sein. Das könnt ihr alles tatsächlich in der Customer Instruction ändern. Unten in der, wie möchte ich angesprochen werden und wie soll ich geantworten? Und da könnt ihr das ganz dezidiert entsprechend dann auch machen. Und dann ändert er das tatsächlich auch. Axel fragt nochmal dediziert, na, wie kannst du ChatGPT denn einsetzen beim Wissensmanagement im Unternehmen? Also meinem Verständnis ist nicht, der kritische Punkt ist natürlich immer, wie kriege ich Daten, die ich heute habe, überhaupt nach ChatGPT rein? Ja, das ist ja der kritische Punkt. Also wenn ich will, dass ChatGPT mit Daten von mir arbeitet, dann muss ich einen Weg schaffen, die da überhaupt reinzubringen. Wenn das größere, wenn das eine E-Mail ist, kann ich Copy-Paste machen. Bei größeren Datenmengen brauchst du da einfach eine eigene ChatGPT-Anwendung, aber von der Idee führst du diese Daten quasi, stellst du die ChatGPT auch zur Verfügung und dann hast du ein User-Interface ähnlich wie ChatGPT, chatbasiert, wo die Leute einfach fragen können.
Haben wir schon mal ein Projekt im Bereich XY gemacht? Ja, okay. Wer war damals dafür verantwortlich? Ah, okay. Ist dieser Kollege noch bei uns im Unternehmen? Ah, okay. Wer war ansprechbar? Ja, also dann kann ich da einfach in der Aktion eintreten. Ich habe hier nochmal eine, ach so, nee, was du gerade sagtest zum Thema lange Texte, ist übrigens auch eine Eingrenzung. 3.5, habt ihr weniger Platz an Zeichen, die ihr dort reinkopieren könnt? Das bei 4 wesentlich mehr. Also den Unterschied werdet ihr auch nochmal merken. Also daher, ich nutze in der Tat beide, aber je nachdem, für welchen Kontext ich oder welchen Case ich das dann mache. Ja, Senke fragt nicht nochmal, welche Use Case ich nutze. Also ich nutze es, um auch mal externe Quellen zusammenzufassen. Ich nutze es stark, wenn ich Blogbeiträge schreibe, um mir auch mal so einen ersten schnellen Überblick zu verschaffen. Ne? Also früher habe ich sehr oft dann, was haben eigentlich andere dazu gesagt, was habe ich selber im Kopf, um das mal so ein bisschen abzugleichen. Da nutze ich mittlerweile ChatGPT für. Ich lerne gerade Programmieren, also ich mache das da so ähnlich wie der Saber als Lernbegleiter. Ja, stelle mir eine Lernaufgabe, damit ich mich nicht durch ewig lange Tutorials quälen muss. Und ich nutze es tatsächlich mal, wenn mir so gar nichts einfällt zum Schreiben. Ne? Also viele Blogs, die ich schreibe, dass ich sage, hey, wie würdest du das schreiben? Erklär mir das doch mal. Wie würdest du XY erklären? Einfach, um da nochmal einen anderen Zugang zu finden. Und gerade was Recherche angeht, ich meine, es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich ein 30-seitiges PDF selber lese oder ob mir ChatGPT das eben zusammenfasst. Genau, und dann auch tatsächlich, und dann nach der Zusammenfassung einfach Fragen stellen. Das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Weil dann kriegt ihr die Tiefe nochmal und dann habt ihr dann eigentlich sehr schnell, und ihr setzt euch mit dem Thema auseinander, was ich finde, dann eher nochmal hilft, ja. Das ist ja so ähnlich wie beim Google, ne? Ich muss schon ein bisschen wissen, was ich will. Sprich, und das in einen guten Prompt übersetzen. Und ich sollte also nie, nie glauben, was ChatGPT mir erzählt. Nie. Also immer, es passiert auch oft, dass ich sage, ja, aber Moment mal, das weiß ich besser, das stimmt so einfach nicht. Warum ist das so? Ja, ah ja, okay, sorry, es war ein Missverständnis. Also da eher echt immer kritisch sein. Wie gesagt, ChatGPT ist auch nicht beleidigt, hat sich noch nie abgeschaltet bei mir. Gesagt, nee, mit dir rede ich nicht mehr. Du stellst mir zu viele unangenehme Rückfragen. Du beleidigst meine künstliche Intelligenz. Kam noch nie zurück. Ja, und tatsächlich, ChatGPT ist nie verlegen zu antworten. Ne? Also das dürfte nicht, also antwortet immer. Es gibt nie, und das ist eben nicht genau der Punkt, wenn sobald es anfängt zu halluzinieren, das ist nämlich genau das, wenn die Token aufgebraucht sind, dann weiß es, man fängt es einmal an zu antworten. Und daher ist es immer ratsam, genau hinzuschauen. Also man sollte schon eine gewisse Ahnung haben über das man diskutiert gerade. Oder es zumindest nochmal checken. Aber nicht gleich nicht diejenigen wieder Kontext zu geben, das nicht zu nutzen. Ich kann aber sagen, dass das Ding immer besser wird. Also die Ergebnisse sind wirklich gut, aber nicht alles ist hundertprozentig. So sieht's aus. Und dann noch eine Frage, und dann sind wir aber auch durchzeitlich. Die Folien teilst du? Aber schickst du mir die? Kann ich die morgen mit rumschicken? Klar, ja Ja. klar. War ein klarer Prompt, oder? Und eine kurze Antwort. Human Intelligence. Alles Einwandfrei. drin, war alles drin, sehr gut. Aber vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr Sehr, sehr gefreut. viele Leute durchgehalten bis zum Schluss. Fragen und Antworten. Und wenn die Zeit nicht ausgereicht hat, dann gerne melden. Bis Vielleicht dahin, kommen bis wir zum ja nächsten wieder. Mal. Bestimmt, bestimmt. Advanced Data Analysis, das wäre mal was, glaube ich. Das wäre dein Thema, ich sag's dir. Ja, prima. Bis dann. In Tschüss. dem Sinne, schönen Tag, schöne Woche noch. Tschüss. Danke, ciao.